Hallo und willkommen zurück zu CardLife. Wie wir alle wissen, ist CardLife ja wirklich noch in der Entwicklung. Und da kommt es dann halt hin und wieder zu, ich sag mal, kleinen Unstimmigkeiten. Wie zum Beispiel hier in diesem Moment. Ich wollte mich gerade auf den Server einloggen und ja, ich muss meinen Charakter neu erstellen. Well, zum einen muss ich sagen, mein Charakter war vorher ziemlich hässlich. Ich war nicht sehr zufrieden damit. So ein schönes Hai-Gesicht. Ich meine, da hat man sich auch immer mal satt gesehen. Jetzt haben wir die Chance, das Ding einfach ein bisschen neu zu gestalten. Und ja, ich will euch daran teilhaben lassen. Nicht, dass ihr euch nachher wundert, warum sieht der Typ plötzlich so unglaublich hübsch aus. Ja, also schauen wir mal. Wie machen wir das Ganze? Ich habe überlegt, wir folgen einfach diesen Konturen. Hier machen es ein bisschen schmaler. Und dann kommt so ein fieses kleines Öhrchen. So, und dann wieder den Konturen folgen. Und dann haben wir hier die Frisur. So ein bisschen die Bart Simpson-Gedächtnismatte. So, dann geht's hier wieder runter. Und dann haben wir hier wieder so ein Öhrchen. Ja, das hat er jetzt, das war er nicht, ne? Okay, machen wir nochmal so hoch nennen. Jawohl, jetzt geht's aber. So. Und jetzt folgen wir dem Ganzen hier und machen uns hier so ein Bärtchen noch hin. Ah, ja, das gefällt mir gar nicht so gut, ne? Aber okay, das nehmen wir mal so. Die Augen, ja, hier richtig schön, ja, kreativ ausgeschnitten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann hier nochmal so ein kleines bisschen. Ja, das sieht doch schick aus, ne? Oh ja, wunderschön. Und wir sind sehr, sehr fröhlich. Ja, und wir gucken ein bisschen verwundert. Obwohl eher besorgt. Ich finde das so klasse. Ich finde das so klasse. Macht das einen Spaß? Ja, das lassen wir so. Sehr schön. Die Brust. Meine Güte. Boing, boing, zip und joink. Whatever. Ach, das ist zu doof. Aber das ist diesen... Na? Achso, jetzt muss ich da rüber. Mein Gott, hör auf. So, da rüber. Dann machen wir hier diesen. Dann wieder den hier. Und wieder diesen. Und hier nochmal, ach Gottchen, so, dann machen wir hier auch wieder schön schmal diesmal. Letztes Mal waren wir ein bisschen ausladend, jetzt machen wir das Ganze hier so richtig schön. Uiuiui, der trainiert. Dann haben wir hier den Arm, ja, wenn er trainiert, dann kriegt er auch einen richtigen Arm. So, und hier nochmal richtig schön Muckis. Sehr schön. Und Bein, ja, kein Leg Day ausgelassen. Boing. Sieht aber auch, Gott, Schnieke, richtig schön schlank und rank mit richtig schönen Öhrchen. Gut, great. Guck mal, wo wir rauskommen. Noch hier? Ja, wir sind noch hier. Gut. Gott sei Dank. diesmal übrigens ohne Schnicke. Schnicke kann heute nicht. Ich wollte aber unbedingt noch ein bisschen hier weiter basteln am Häuschen. Das hat mich jetzt nicht losgelassen. Ja. Wenn ich mich manchmal so langsam bewege, das ist die Maussensibilität, die ist nicht wirklich gut. Ist mir eigentlich zu wenig, aber man kann es noch nicht einstellen im Spiel. Deswegen muss ich mehrmals dann nachgreifen und naja, das sieht dann manchmal ein bisschen komisch aus. So. Gut, Häusle bauen. Wir haben jetzt hier eine tolle Kiste. Wir haben noch keine Wände, die irgendwie interessant wären. Und da ist auch noch ein Bett. So, dieses Bett hier, das muss hier hin, ne? Ich meine, viel mehr muss das Haus ja nicht können. Ein bisschen Bett, ein bisschen, mein Gott, Feintuning, nur ein Ticken rüber will ich. So, dahin. Passt das? Ich denke schon. Oh Gott, ein Jump. Sieht auch richtig schön aus wie ein Auto. Kann ich das jetzt docken? Kann ich da irgendwas mitmachen? Rechte Maus das nicht. E drücken. IE. Was ist jetzt hier mit dem Bett? Ich vermute mal, das wird greifen, oder? Was war das hier? Immer noch irgendwas? Nö. Ich kann damit nichts machen. Das ist die Truhe, klar. Ist hier noch irgendwas Wichtiges? Stein behalten wir alles im Inventar. Das sind Sachen, mit denen wir jetzt craften wollen. Coarse Dirt brauchen wir erstmal nicht. Plant, das weiß ich nicht. Was zu essen ist immer gut.
Gut, was fehlt uns denn jetzt grundsätzlich hier für dieses Ding? Wir brauchen ein paar Treppen. Treppenstufen. Gucken wir mal, was haben wir denn hier so? Hier haben wir die Treppen. Wir haben noch hier. Ach, Wooden Stairs Foundation. Moment mal. Das sind Wooden Stairs Foundation. As a foundation to start a building. Oh, goddammit, und wir wollten hiermit anfangen. Jetzt haben wir dann einfach so eine Foundation unten gebaut und da halt die Treppen. Das macht doch hier mehr Sinn. Das haben wir gar nicht gesehen, oder? Ist das neu? Oh Mann. Tja, weiß nicht. Das macht auf jeden Fall Sinn, ne? Wir brauchen Holz und. Ach, das ist sogar noch günstig, ohne Ende. Haben wir alles da. Und so. Und dann machen wir mal eine Foundation nicht customizen. Mensch. Foundation. Kommt dann auf so eine Idee. Ah, hier ist connected. Aber es passt sich doch ganz gut an hier, ne? Wie läuft das jetzt hier weiter? Ich glaube, ich muss die Treppen jetzt komplett runterführen. Aber machen wir es einfach mal. Machen wir es doch mal. Ich hab doch genug von allem. Treppen. Das wird wahrscheinlich alles hier so gehen. Ja, ein bisschen runterscrollen. Vorsichtig. Oh, wir haben hier direkt auch sowas hier. Wooden Stairs Left. Mein Gott, das haben wir alles gar nicht benutzt hinten. Das hätte man auch noch benutzen können. Ich hätte da gar nicht so genau drauf geachtet. Oh, okay. Okay, jetzt machen wir erst einmal noch die hier. Davon machen wir mal drei Stück, ne, vier. Gut, haben wir das schön geschnibbelt und getaped. Dann nehmen wir noch das hier. Clockwise. Clockwise, ach, das ist komplett in die nächste Richtung. Wahnsinn. Nee, dann nee, lieber das hier nochmal. Zum Testen. So, und damit probieren wir uns jetzt mal hier aus. Vielleicht kommen wir da irgendwie runter. Ich schätze mal, gerade runter wird es erstmal sein. Da, jetzt hat es doch kurz connected, oder? Muss ich da hoch? Ich muss da hoch. Irgendwie. Wieder. Und dann von hier oben mal testen. Ich glaube, hier klappt das besser, ne? Da haben wir so ein Docking. Aber ich würde es gerne rotieren. Nee, so geht's nicht. Ich glaube, rechte Maustaste war rotieren. Genau. So. Aber nach unten will er nicht. Er will nicht nach unten. Das wäre schön, wenn er das jetzt machen würde, ne? Das wäre wirklich schön. Würde mich freuen. Tut er aber nicht, weil hier vorne irgendwie noch ein bisschen zu viel ist. Ja, das ist noch. Das sind so die Kinderkrankheiten hier. Nehmen wir einfach das hier mal weg. Haben wir auch noch was Material. Und jetzt gucken wir, ob es jetzt klappt. Ja. Warum nicht? Ich sehe es doch nicht. Ich glaube, hier vorne die Kante noch so ein kleines bisschen. Machen wir das nochmal weg. Ja, und hier die Kante auch noch ein bisschen. Ja, alles einsammeln. Kann ja nicht schaden. Können wir alles gut brauchen. Na, komm schon. Was? Oh Mann, ich komme da nicht dran. Egal, komm, lassen wir's. 5. Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. Sieht das so richtig aus? Scheint. Ah, hier vorne die Kante, die war es dann doch, ne? Ah, aber jetzt scheint es doch ganz gut zu funktionieren. Hier gehen wir hoch. Auf unseren Leuchtturm, der momentan halt auch mein kleines Zuhause ist. Ui, ist die steil, die Treppe. Rechte Maustaste und nochmal runter. Ja, wunderbar. Nochmal runter. Nee, weil es hier kollidiert. Entweder lassen wir es jetzt so oder wir gehen dann nochmal hier mit runter. Na, jump, jump. Was ist denn das, ne? Sowas ist das? Ist das ein Ding? Jetzt kann man wieso ist das so schmal? Ach, das geht ja auch über die Breite, aber. Oh Gott, Hilfe. Ist das krass, ne? Okay. Aber das passt hier natürlich auch nicht hin.
Hier passt gar nichts von dem Zeug hin. Und auch diese hier ist nicht so steil wie das hier. Das ist ja auch ein Ding, ne? Okay, wie macht man es am besten, dass es nicht richtig kacke aussieht? Hier am besten auffüllen, denke ich. Ich guck mal nach dem Stein. Wir haben noch ein bisschen von dem Stein. Vielleicht packe ich das jetzt einfach hier so hin. Und füll gerade hier den Boden ein bisschen mit Stein auf. Ja, so. Genau. Dass wir dann hier die Treppe so ein kleines bisschen... ja, ne? Gott, gibt's schon was. Hier so noch, da so. Jetzt ist schon langsam ein bisschen viel, aber wir können es ja nachher noch ein bisschen abtragen. So, das sieht gut aus. Und jetzt mit der Spitzhacke ein kleines bisschen noch abtragen. Oh, das... ja. Feinschliff ist doch was anderes, glaube ich. Ah ne, das ging super hier. Ich glaube, das sieht jetzt... ne? Passt. Nehmen wir so. Könnte so... das passt. Gehen wir dann hier hin. Da hoch. Allglatt. Also bislang die beste Leiter, die wir hier so gebaut haben. Oh Mann. Na gut, dann kommen wir hier hin und hier geht's dann so runter. Gut. Schön. Das funktioniert. Das funktioniert gut. War hier noch was? Gut. Okay. Und hier auch, ohne zu springen, ohne zu murren, können wir komplett hochgehen. Und jetzt Wände. Mal gucken, was haben wir denn noch so für Wände? Also was ich jetzt aber auch ehrlich mal zugeben muss, das von der Auswahl her, was man ja alles bauen kann, ist das schon recht viel, ne? Für eine Pre-Alpha? Also, not bad. Wenn es jetzt noch ein bisschen flüssiger dann mit dem Bauen funktioniert, wäre ich total happy. Slope Fences. Ah, okay. Wooden Slope Fence. Wahnsinn, was haben wir hier noch? Wooden Sloped Wall. Ja, ja. Hier, das ist Wooden Door. Ich glaube, so eine Wooden Door macht mehr Sinn. Und das hier? Da haben wir die Wooden Door. Bauen wir einfach mal eine. Ja, alles aus Holz. Hier bauen wir erstmal alles aus Holz und nicht aus Stein, ne? Oder aus Stein. Nee, Holz. Mal Holz. Das wird eine Holzhütte. Eine kleine, gemütliche Holzhütte. Stein kommt dann da unten irgendwo hin, ins richtige Dorf. So, und jetzt der Eingang. Geht das so? Uiuiui. Machen wir so rum. Oi. Press E to open. Das passt doch wunderbar. Gott, fühle ich mich schon heimelig. Da unten sehen wir diese eine Steinwand. Ja, oh, das muss natürlich noch viel größer werden, das ganze Gebäude. Ha, ich mag die Gegend hier, ne? Ist richtig schön. Wenn die kleinen Grafik-Glitches noch weg sind, dann... oh Gott, herrlich. Was für eine tolle Location. Ich glaube, das ist die allerbeste überhaupt, ne? Wir sind ja wirklich ein bisschen rumgekommen hier. Auf der Suche nacheinander. War echt hart. Aber sowas Schönes hier habe ich nirgendwo gesehen. Oh, nicht zu viel springen. Oh, diese Sprünge. Muss man auch einfach mal genießen. Da hinten haben wir noch ein Vieh. Was auch immer. Die Wölfe hier vorne kamen nicht wieder. Bislang nicht. Ah, na gut, okay. Wände. Wir brauchen noch Wände. Damit wir uns diese schöne Aussicht da verbauen können. Vielleicht gibt es ja auch noch ein bisschen was anderes. Dass die Aussicht eben nicht so arg verbaut ist. Machen wir es erstmal so. Na, bin ich jetzt zu schnell gewesen? So, und dieses hier. Dann können wir gucken, was hier alles aus Holz so gibt. Hier das hier. Wooden Half Wall. Die Wooden Half Wall oder eine mit Fenster drin. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Was haben wir hier? Ach, das ist der Fence. Fence ist wahrscheinlich ein bisschen höher als die Wall. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass man auf das eine Ende halt wirklich nur eine halbe Wand packt. Diagonal? Wow. Ich sag ja, was hier alles so drin ist, ist schon nicht schlecht. Was wäre denn eine normale Wall? Ich glaube, hier vorne, das war eine normale Wall. Das ist eine Diagonale. Hallo, Wall. Hier oben haben wir die Wall.
kann ich hier ein Fenster? Ja, hier kann ich Fenster einschneiden, ne? Deswegen customize das ja super. Oh, das machen wir. Dickes Fenster. Das Fenster, wie lassen wir es aussehen? möglichst groß eigentlich, ne? Es soll möglichst groß sein. Deswegen, hier können wir nicht schneiden, nur da drin. Ich würde sagen, machen wir genau das hier. Ich möchte es riesig groß haben, das Fenster. Maximum. Great. Dann schauen wir mal. 5, ja, dann haben wir's. Und da passt es jetzt nicht mehr hier auf diese Foundation drauf, weil ich jetzt zugebaut habe, oder was? Hier passt es nicht mehr drauf wegen der Kiste wahrscheinlich. Oh Mann! Mensch, nein! Oh, ich will jetzt nicht... Kann ich denn das hier irgendwie... Gibt es hier einen Trick, um das schneller ins Inventar zu holen oder so? Bin ich ganz sicher. Irgendwo hatte ich mal irgendwas gelesen. Oh! Boing, da haben wir es doch. Für alle, die sich jetzt fragen, wie ich es mache, ich drücke die Alt-Taste und dann rechte Maustaste und dann springt das auch nochmal runter. Super, das ging toll. Ja, die muss ich jetzt einmal entfernen. Geht das so? Oder brauche ich eine leere Hand dafür? Jetzt habe ich meine Sichel irgendwo hingepackt. Ich weiß aber nicht mehr wohin. Die Sichel ist irgendwie weg. Keine Ahnung. Ach, hier. Die habe ich auf den Boden geworfen. Das wollte ich eigentlich nicht. Alles noch so ein bisschen hakelig hier. So, jetzt habe ich die blanke Hand. Und jetzt drücke ich einfach mal entfernen. Hat funktioniert. Dann mit 5. Ah, jetzt ging ja auch schöne Wand hin. Da. Wow, das ist eine schöne... Ganz ehrlich, könnten wir in jede Himmelsrichtung. Das sind einfach jede Menge Fenster. Hier kommen ja sowieso zwei Wände hin. Dann machen wir die hier dicht und da vorne dann auch mit dem Fenster dran. Jetzt müsste man das Bett wieder mittiger setzen. Egal. Lassen wir erstmal so. Es soll ja funktionell sein in der Hauptsache. Was haben wir denn hier? Wo ist der ganze Kram? Da mal Holz. Dann haben wir hier ein bisschen Fiber. Dann noch ein paar Wände. Diesmal nehmen wir mal 3 Stück. Links, rechts. Erstmal 2 Stück normal für die hinteren beiden. Mache ich die hinten? Ich mache 2 Stück normal. Und dann mache ich 2 Stück customized mit Riesenfenstern wieder. Genau. Was ist passiert? Die sind jetzt hier zu viert hier drauf gesteckt. Haben die jetzt alle Fenster? Weil ich wollte hier auf jeden Fall so ein Ding mit Fenster machen. Nö. Hier kommt auf jeden Fall eins mit Fenster hin. Was aber nicht geht, weil das Bett hier wieder komisch steht. Oh Gott. Also erst Wände setzen und dann... sowas wie ein Bett bauen. okay. Brauchen wir also ein neues Bett, ne? Hier passt das jetzt. Ich mach's einfach mal hier hin. Und die haben jetzt alle Fenster. Die haben einfach alle Fenster. You're extremely hungry. Oh, komm, essen wir noch schnell was. Nam, nam, nam. Das war's schon. Alles leer. Ich muss wieder sammeln und jagen gehen. Mensch. Ja, und jetzt bauen wir das Ding mal ab. Ja. So viele Fenster, aber das ist einfach hier oben. Das muss Fenster haben, Mensch. Es muss. Geht nicht anders. Guck dir das an. Oh. Na gut, okay. Dann hat alles Fenster. Das passt schon. Da bin ich sehr zufrieden mit. Schicksal wollte es so. So, hier haben wir unseren Ausguck. Das Ganze bekommt jetzt noch ein schönes Dach. Ja, Wahnsinn. Mir gefällt's. Bettchen noch rein, eine Truhe. Das Bettchen kann ich vielleicht auch hier so längs packen, ne? Müssen wir mal gucken. In der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir nochmal hier so ein Bettchen hinbekommen. Vielleicht dann so längs. Dann hier vorne noch 1, 2 Truhen hin. Hier noch 1, 2 Truhen. Dann ist das Ding auch zugestellt bis hinten wieder. Vielleicht kann man die Truhen ja auch irgendwo da oben hinpacken. Mal gucken. Und dann bleibt das auch so eingeschossig. Also höher wird es nicht. Kommt noch ein Dach oben drauf. Und dann war es das. Und von außen noch ein paar Fackeln dran. So hatte ich mir das vorgestellt. Weil dann kann man auch von außen, wenn man hier mal so herläuft. Und jetzt von außen mal schaut. Oh Gott, ich... Na, komm, auf, geh schon.
Ach, hier so und dann hier auf dieses. Genau, so. Ach, das sieht schick aus, ne? Und die Fackeln dann hier, dann eher da oben hin, dazwischen packen. Und dann kann man von überall außen, kann man immer dieses eine Gebäude sehen. Als kleiner Wegweiser im Grunde. Gut, dann würde ich sagen, für diese Folge war es das jetzt. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.